sondern dass man trotzdem die Sachen besaugt. Man war schon schon reichlich. Ach, das war alles. Natürlich dann auf der anderen Seite auch. Das ist ein Spaß. Ja. Der sitzt dann für 2 Minuten. Soll ich mir erzählen? Willkommen bei Kfz-Fitze, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, der Motor, der läuft jetzt. Ne? Alles ist super. Ölkühler habe ich eingebaut, Öl habe ich abgelassen, neues Öl drauf, Ölkühler ist drauf. Wir werden den gleich nochmal einbauen. Aber bevor wir das machen, will ich euch erstmal 2 Leute vorstellen. Einmal Savas, der war heute mein Praktikant. Und einmal Kasim, Kfz-Meister, der ist extra. Ich kann mir das nicht mehr. Bad Aibling. Bad Aibling. Da ist er hergekommen für Essen Motorshow und wollte mich unbedingt einmal mal sehen. Dankeschön, Kasimar. Danke dir auch für deine Zeit. Und der hat mir das hier gebracht, Jungs. Dankeschön, Kasimar. Bitte, bitte. Also guckt euch das mal an. Also Yunus, du hast immer Probleme mit Leuchten, hat der gesagt. Ich bringe dir mal eine Stableuchte. Und dann hat er mir natürlich einen Hoodie gebracht und eine Mütze. Dankeschön. So, aber das muss ich euch zeigen, Jungs. Bitte, einmal. Guckt euch das einmal an. Was ist das, Kase? Das ist ein Audi RS5, das aktuelle Modell. Ja. Bevor wir weitermachen. Kase, du machst das ja auch, Kind, ne, hauptberuflich. Du bist ja Kfz-Meister. Richtig, ja. Und du machst das ja hauptberuflich. Genau, richtig. Also er hat einen YouTube-Kanal. Könnt ihr das gerne abchecken, unten in der Beschreibung. Ihr könnt den auch abonnieren. Kase ist von uns. Du hast das alles selber gemacht. Ich habe es ja gesehen, du hast es neu gekauft. Genau. Und du hast den tiefer gelegt? Richtig. Wir haben den geholt. Wir haben leider noch nicht die Zeit gehabt, dass wir darüber berichten. Ja, das ist auch wieder schade. Ja, wegen der Zeitmangel. Aber ja, wir wollten halt ein bisschen was umbauen. Ja. Was anderes machen, wie die anderen immer machen. Ja, und uns ist halt eingefallen, was machen wir? Erstmal tiefer legen. Wir fahren ja keinen Bus. Ja, ja. Und ja. Das sieht man. Und eine dezente Tieferlegung halt. Foliert haben wir ihn. Ein bisschen an der Abgasanlage haben wir ihn verändert. Optik auf Front und das war's dann. Aber das ist ein echter RS5, ne? Richtig, ja. Das 450 PS vom Werk aus. Genau. Und der hat? 530. Ah, den hast du einmal optimiert. Ja, genau. Du machst das auch alles selber, ne? Ja, optimieren nicht. Ich lasse es machen, weil ich die Zeit nicht dazu habe. Ja. Da brauchst du einen Prüfstand, das Programm dazu. Aber wie gesagt, alles andere außer optimieren machen wir. Also folieren, tieferlegen, genau, und so wollen. Genau, alles wird rundherum. Das ist hammerfoliert. Also ich muss schon sagen, und dieser Batman ist hammergeil. Batmobil. Ne? Also ich muss den einmal, also Kasim, bitte, einmal starten. Bitte. Natürlich. Bitte. Das hört euch den Sound an. Hat der einen Klappenauspuff? Der hat einen Klappenauspuff, ja. Auto ist warm. Viele Leute sagen immer, wie kannst du ein kaltes Auto treten, aber ich bin nicht so einer. Also Auto ist warm, wenn wir ins Gas geben. Ja. Jungs, hört euch das bitte an. Genießt es. Das ist jetzt zu, ne? Das ist jetzt zu. Die Autos werden mit, das ist jetzt das Modell mit Sportabgasanlage, ja. Aber kannst in die Tüte rauchen, weil, weil wegen der Euro 6 Norm darf er nicht so laut sein. Ja. Und wir haben halt die Klappen, wenn wir jetzt auf Dynamik gehen, dann sind sie immer offen, die gehen auch nicht mehr aus. Also aber die gehen das bietest du auch an. Ne? Das ja, natürlich. Auch. Das da gibt es so ein Modul, da können wir immer, weil vorher habe ich mir gedacht, das bleibt immer offen. Nein, eine Klappe macht zu, eine ist leicht offen. Ja. Und je nach Drehzahl muss er halt zumachen und aufmachen. In dem Fall ist es immer offen, ist immer laut. Ich sehe ja immer deine Videos, wie du das machst immer. Du zeigst das immer. Bei diesem Modell machst du das auch? Ja, also bei Diesel waren wir Active Sound. Je nachdem, also muss nicht großes Auto sein, kann auch ein kleiner Seat sein oder ein Fiesta, Polo. Alles schon gemacht.
krass. Bis zu Porsche, auch bei hochmotorisierten Benziner können wir auch machen. Wie gesagt, also alles ist möglich, je nachdem, wie der Kunde das haben will. Ja, das ist schon geil, ja. Und ich muss sagen, also du hast Geschmack, weil das ist das Einzige, was ich bei dem Auto machen würde, ehrlich. Einfach nur tiefer legen. Die Felgen sind ja original, aber hast du Spaß gemacht? Das sind jetzt die Winterreifen. Genau. Das sind Winterreifen, ja. Das sind 20 Zoll, original fahre ich die Audi Sport, 19 Zoll, die kannst du mit einem kleinen Finger aufheben. Krass. Ja, für mich ist halt wichtig, dass er die Leistung auf die Straße bringt. Ja. Und für den Winter, denke ich mal, ist das ausreichend. Auf jeden Fall, ich finde das Auto richtig geil. Folierung finde ich hammergeil. Das machst du selber? Ja, meine Brüder, also wir sind ein Konzern, also Betrieb. Folierung, ich zerlege die Autos, die folieren, ich baue die wieder zusammen und so ist es also. Wenn uns jetzt den Sommer das nicht mehr gefällt, dann tun wir es runter, ist schnell erledigt. Das sind alles qualitative Folien von 3M und das ist super. Gott, der fühlt sich auch so geil an. Ja. Geil. Also ASA Performance einmal abchecken, hier Kasim einmal abchecken. Kasim, danke dir auf jeden Fall. Ich danke dir auch, dass du Jonas gekommen bist. Kfz-Fuzis. Dankeschön. Ich feiere den Typen immer. Ich feiere dich. Ich finde wieso, du machst ja YouTube, ich finde wieso, du solltest viel mehr YouTube machen. Ja, ehrlich, das ist immer, weißt du, das sage ich immer zu den Kollegen, mit denen ich das mache. Und ich feiere dich ja. Du weißt ja, ich gucke jedes deine Videos. Ja. Ich kommentiere jedes deine Videos. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt nur sage. Ne? Oder er gibt mir kein Geld dafür. Ne? Nee. Wir sind halt, ich mag das, die Leute, die bodenständig sind und von nichts aufgebaut haben. Ja, und wir werden auch nicht aufgepusht durch irgendwelche Firmen oder so. Hier macht's mal Werbung, sondern wir machen das alles mit unseren natürlich. Eigenen Mitteln. Wenn ich selber was feiere, dann ist das so, dann sage ich das auch. Ne? Das ist nicht so, dass ich das nicht sage, das ist so. Ich gucke ja sehr viele YouTuber, sei es der Sonnet, sei es du, ne? Den gucke ich gerne. Ne? Sonnet hat gestern noch ein Video hochgeladen, schöne Grüße an Sonnet hier. Ich gucke das, ne? ist echt so, dass ich das gucke. Ne? Und ich sage das, du weißt, dass ich immer kommentiere bei dir und das mache ich ja nicht extra, weil ich ja finde, was du machst, das macht nicht jeder. Und du schraubst ein Auto, das ist ein Traum für uns. Das ist ein Traum, weißt du, das ist ja, du gehst dann nicht, du gehst dann so mehr so mit Liebe dran, das liebe ich immer bei dir. Ja, und Videos immer machst, ich feiere deine Videos auf jeden Fall. Erzähl über dein Projekt, was du vorhast mit deinem BMW. Ja, also ich habe einen E46 330D, ne? Ja. So, und da haben wir schon das eine oder andere gemacht, aber jetzt, Anfang nächste Saison, also sprich, ist es ja mittlerweile mein Saisonauto. Ne? Ja. Winter läuft der ja nicht. Also sprich, angepeilt sind 400 PS. Ja. Die wollte man gerne machen. Ja, also wie gesagt, um das Projekt aus verwirklichen zu können, muss ich ja einiges machen. Also sprich, andere Düsen, Upgrade-Lader, verstärkte Kupplung und natürlich die ganze Abstimmungsarbeit und was dann noch darüber hinausgeht. Also sprich, das machst du aber selber. Das mache ich selbst. Und du bist kein gelernter Mechaniker. Ich bin kein gelernter Du hast das noch nie gemacht. Gut, beziehungsweise an Autos schraube ich. Ja. Nein, du hast so ein Projekt noch nie gemacht. Nee. Deswegen mein größtes Respekt und sowas feiere ich. Und du hast eine Halle aufgemacht? So nur wegen dir so, wo du schraubst? Also sprich meine kleine Werkstatt, also mit der ich eine Bühne drin habe, auch Maschinen drin habe, also sprich kann selbst Reifen montieren, auswuchten. Ja, also sprich ich habe eine Presse, ich habe schon etliches Werkzeug, also ich sag mal so, ich könnte schon fast sagen, ich bin so teilprofessionell. Ne? Deswegen, das feiere ich, weißt du, und wenn du dann sowas machst, was du noch nie gemacht hast, halt in den kalten Wasser springen und dann einfach mal versuchen, da was zu machen, und das feiere ich immer. Deswegen Respekt, und ich beobachte deine Projekte sowieso, wir reden ja immer. Ja, so, Kasim Habib, sagst du einmal bitte was über den Motor, weil das muss ich euch zeigen, Jungs. Also, der neue RS5, die haben jetzt natürlich vom V8 genau runter auf den V6 wegen Motor Downsizing Hubraum verkleinert, dafür aufgeblasen mit Doppellader. Ja, 450 PS hat der vom Werk aus. Ja. Das reicht eigentlich für das Auto, das überträgt eigentlich die Leistung sehr gut auf die Straße, muss ich jetzt sagen. Kasim, sag mal, was braucht ihr von 0 auf 100? 0 auf 100 hat mich nie interessiert. Ehrlich? Nein. Okay, das probieren 100 wir auf 200. 8,7 Sekunden.
8,7 Sekunden, 100 auf 200. 200. Wow. 0 auf 100, das hat mich nicht interessiert. Das 100, man merkt an einem Auto. Hat er Launch Control? Hat er. Dann probieren wir das. Wenn ich da bin? Ja, natürlich gerne. Ein Auto merkst du, ob er schnell ist, ja. 100 auf 200, nicht 0 auf 100. Ja, das stimmt. Das deswegen, stimmt. Mir ist wichtig, was er 100 auf 200 tut. Eine Frage bei dem Kasen. Allrad. Ja. Allrad, Launch Control hast du. Habe ich. Also Jungs, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt, wie viel er auf 0 auf 100 macht, weil er ist gechippt. Nicht gechippt, sondern signierte Datenschreibung, also ist optimiert. Optimiert, also, genau. Ja. Ist auf 530. 530, genau. Also wenn ihr das interessiert, dass ich mal ein Video mit Kasim mache, 0 auf 100 mit Launch Control. Machen wir? Machen wir, versprochen? Ja. Versprochen wir. Okay, alles gut. Also, kommentiert einmal, wenn ihr das sehen wollt. So, ich würde euch jetzt nicht mehr aufhalten, weil Kasim und Savas wollen noch zum Essen Motorshow. Ich kann leider nicht mitkommen. Danke, dass ihr geschaut habt. Auf jeden Fall, Savas, hast du Dings Instagram? Ja. Okay, verlinke ich unten. Einmal Instagram, Savas abchecken mit dem BMW. Wie viel PS schreibst du an? 400. 400 PS, das waren 335. Nee, 330. 330, genau. Aber Biturbo. Oder ein Turbo. Nee, Single Turbo. Ja, Single Turbo. Das, wenn ihr das beobachten wollt, und Kasim habe natürlich einmal bei YouTube abchecken und bei Insta abchecken. Ne? Wir sehen uns, euer Kfz-Fuzzi. Bis dann, haut rein. Ciao.